Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Wir haben im letzten Part hier irgendwo auf Argos Roh auf Tuntau eine Piratenbasis auseinander, glaube ich, gesehen. Ich bin gerade nochmal, ich glaube, nach hier geflogen und hab das einen Teil dann noch geholt. Da war nur ein bisschen Munition drin und so ein Quatsch. Und jetzt geht es weiter. Wir wollen als nächstes nach Liaras Ausgrabungsstätte, aber bis dahin fliegen wir erstmal nach Hades Gamma und dann nach Gemini Sigma. Oder ich weiß noch nicht. Ich glaube, ne, wir gehen erstmal Liara dann holen. Aber erstmal machen wir dieses Thema noch fertig. Hier haben wir einmal Farinata und Antaeus. Gehen wir mal nach Antaeus erst. Gucken, was da so abgeht. Den Kopfschutz ein bisschen auszurichten. Und dann sind wir auch schon in dem System angekommen. Und hier haben wir Ageko. Okay, falls ihr es lesen wollt. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganzen durchzulesen. Atmos. Erkunden. Bei den Scans von den Planeten haben sie ein größeres Vorkommen Wasserstoff entdeckt. Jo, kein Problem, mach ich gerne. Dann haben wir Ploba. Erkunden. Sie haben ein seltsames Objekt im Orbit von Ploba gefunden. Techniker Adams und Tali haben erfolglos versucht, seinen Ursprung herauszufinden. Dafür fanden sie darin eine der Schriften der Matriarchin, die Linaga. Davon haben wir schon ein paar gefunden, glaube ich. Gut, hier haben wir, dann sind wir so auf diesem Kreis. Auf den können wir sogar landen, aber ich gucke erstmal, ob wir noch anders hier im Weltraum finden. Ein Planet fehlt, der hat mir noch gefehlt. W-mal. Erkunden. Größeres Vorkommen an Uran. Und dann habe ich hinten noch Hunidor. Der hat nichts da. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf Treben und erobern den Planeten. Gefahrenstufe gibt's keine. So wie es aussieht. Da das komplett irrelevant ist, nehmen wir mal. Welche Leute, ich verstehe gar nicht, wieso man hier so ein Squad auswählen muss. Okay, vielleicht für den Kampf, aber wenn zur Not kann ich hier immer noch zurück auf die Norm und irgendwie andere Leute mitnehmen, falls mir das Team nicht gefällt. Also sofern wir jetzt nicht in irgendein Haus reinlaufen. Okay, Anomalie und Forschungsbasis. Ich würde sagen, wir fahren erstmal zur Forschungsbasis. Gucken, was da so abgeht. Nebenbei guckt man auch so ein bisschen, ob wir irgendwelche Teile finden. Gibt es ja welche, die nicht markiert sind, aber ich denke mal, bei der Forschungsbasis können wir vielleicht eine Bereichskarte bekommen. Aber wir haben ja schon mal so ein Forschungslager gefunden auf dem ersten Planeten, auf dem wir waren, glaube ich. Und da haben wir dann eine Karte mit den ganzen Erzen bekommen. Wie wir hier auch gerade ein Erz finden. Was wir dann auch gleich mitnehmen werden. Falls ich am Ende des Spiels nicht alle haben sollte, werde ich dann einfach online gucken, auf welchem Planeten die noch sind, mir die dann schnell holen. Weil da habe ich jetzt keinen Bock, noch stundenlang zu suchen für so behinderte Erze. Und hier so ein paar Steine Plutonium vorkommen. Liegen irgendwie so 5 Steine in der Wüste rum. So ein Mineral. Ja, ich habe das nochmal bei dem einen versucht, das war sehr schwer, also meisterlich hat man gebraucht. Bei dem einen Trümmerteil auf irgendwas mit X, glaube ich, so einem Eisplaneten, auf dem ersten auf jeden Fall. Und das habe ich komplett nicht geschafft, weil das war einfach so viel und ich bin echt schlecht in so welchen Puzzles. Also, ich bin allgemein schlecht in Puzzles, ne? Also vor allen Dingen in Mass Effect, da ist das noch schlimmer, aber da, das war echt schon ein bisschen. Da habe ich versucht und bin irgendwie die ganze Zeit gegen so ein Oranges gegangen, aber naja, irgendwie. Wenn auch die ganze Zeit vorbei ist, ich habe so ein bisschen Panik angeschoben und habe ich ja 25 Gel ausgegeben. Und wie man vielleicht sieht, unser Inventar ist aufgeräumt. Hier auf dem Sturmgewehr sind noch 2 Sachen drauf, das war ich nicht verkauft. Weil ich dachte, das sind vielleicht noch wichtig. Was haben wir denn hier? Wo sind denn alle? Weiß ich nicht, Caden. Können wir jetzt den Wagen klauen? Nein. Gehen wir mal hier in die Container rein, gucken wir, was hier los ist. Kann ja nicht sein, dass hier niemand ist, ne? Warte mal. Eva da. Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. Dann sollten wir wohl zur Ausgrabungsstätte gehen. Wäre eine Idee wert. Caden, du stehst ein bisschen weg. Gleiche Dechiffrierung, das kriegst du vielleicht noch hin. Easy. Raiko, Kessler und Avenger.
Und wie man vielleicht schon gesehen hat, wir haben ein bisschen mehr Geld jetzt, weil die Teile, ab Stufe 4 hat das Internet gesagt, soll ich das verkaufen, das habe ich natürlich gemacht. Und dann kriegt man echt ganz schön Kohle, also für so eine Rüstung wie so 3.500 oder so. Und die Rüstungen sind alle mega beschissen, also war mir das relativ egal. Das Einzige, was ich gebrauchen könnte, wären ein paar Masken noch. Ich habe es auch alle Leute mal angepasst, also denen die besten Waffen gegeben, die ich gefunden habe. Also die haben es alle, fehlerhaftes Objekt. Warum auch immer das fehlerhaftes Objekt heißt. Da hatten wir schon mal diesen Mülleimer auf dem einen Planeten, da habe ich mich auch schon gewundert. Fehlerhaftes Objekt oder sowas? Achso, das oben sind hier die Auspuffbrüche, das wären hier unten die, aber da habe ich nicht hingeguckt, das sind die Achsen? Stoßdämpfer? Ausgrabungsstätte, okay. Gucken wir mal, was da so abgeht, meine Freunde. Ich will eigentlich den haben, der ist viel größer und cooler. Jetzt war es mir wahrscheinlich ein Fehler, dass ich Garros und Dings mitgenommen habe. Also es gibt ja nicht mehr so viele Sternsysteme und ich weiß nicht, also wir müssen auf jeden Fall noch diese, die Tochter der Matriarchen holen. Quicksaves machen, habe ich mir angewöhnt, auch in Tomb Raider jetzt. Ich habe in letzter Zeit auch, was heißt in letzter Zeit, also ich nehme das hier jetzt am 4.7. auf und ich habe die letzten 3 Tage sehr viel Dishonored gespielt und da habe ich mir auch das Quicksave sehr angewöhnt, weil es hat mich angekotzt, weil ich das Spiel ohne Kills machen wollte, was ich auch geschafft habe, weil ich das Achievement davon nicht bekomme und dann war ich ein bisschen sauer. Ich glaube, man muss das ganze Spiel nur, oh Gott. Das sind synthetische Ziele, ich weiß gar nicht, wem ich was gegeben habe. Nicht trainiert, nicht drin. Ich habe keine Ahnung, was der irgendwo drauf hat. Caden, aus dem Weg! Hat einer von euch werfen? Du hast werfen, gut. Und heben. Gut, ich glaube, heben wir ganz gut. Ich muss raufklicken. So etwas habe ich schon gesehen. Maschinenkultisten. Das Erkundungsteam muss eine Art Alien-Technologie ausgegraben haben, die es in hirnlose Fanatiker verwandelt. Was immer sie gefunden haben, ist schon seit langem nicht mehr hier. Ich will jetzt die ganze Zeit mein Zaubern machen, dass ich Objekte und so einen Quatsch sehe. Aber den gibt's im Mass Effect gar nicht. Sieht so aus wie welche. Sieht aus wie großes Plutonium vorkommen oder so ein Quatsch. Aber das hat gerade echt gut geklappt. Also, dass ich mein Skill da angemacht habe und das Heben. Ich habe mich zwar ein bisschen gewundert, dass sie weiter zu uns hingeflogen sind, weil ich dachte, ich hebe die einfach nur hoch, so wie halt ein Jedi, und lässt die in der Luft, aber nein, der hat die dann gleich zu uns hingezogen mit. Gut, dann haben wir hier 2 rote Teile. Geh hier trotzdem rein. Oh Gott, ich kann nicht. Oh Gott. Mach nochmal hier. Ach, ich vergesse das immer. Warte mal, ich hab doch hier einen Brandsatz, ne? Ne, warte, ich wollte das hier machen. Okay, gut. Das hat nicht mal allzu schlimm geklappt. Gefällt mir. Nach jedem Kampf speichert. Speichert? Ich glaube, hier ist ja noch einer. Damit ist der Verbleib des gesamten Nexus geklärt. Sie wurde mit Hilfe von Vorrichtungen, die jeden auf ihrem Prime sehr ähnlich sind, in kybernetische Hass transformiert. Wie es dazu kam, dass diese Vorrichtungen auf einer so weit vom Gate-Gebiet entlegenen Welt begraben wurde, bleibt ein Rätsel. Hätte ich die noch irgendwie fangen können oder so? Gucken wir auf die Karte. Was soll ich denn? Schlammkanister, Katana, Naginata, Scorpion. Warte mal, das Naginaka hört sich geil an.
Ich habe übrigens noch ein anderes Sniper ausgewählt, die Equalizer. Okay, die hat nur eine höhere Präzision, das ist die Scheiße. Also falls man hier irgendwie was anders machen kann, würde mich das schon ein bisschen interessieren. Ob ich jetzt hier irgendwas hier verkackt habe, weil ich alle umgebracht habe, aber was soll ich machen? Ich meine, die vier greifen mich ja an. Gott, hier ist noch eine gesicherte Kiste. Storm und Lancer. Schrotflinte und ein Sturmgewehr. Gut, dann können wir die Gamma wegstecken, würde ich sagen. Und speichern nochmal ab. Hier haben wir noch eine Kiste. Striker. Nope, das wollen die nicht anschießen. Das heißt, das ist vermutlich unwichtig. Ich weiß gar nicht, woher wir. Moment mal. Gucken wir uns mal das aus. Okay, gut. Nee. Abgeschlossene Kiste. Ich finde es gut, dass wir jetzt bessere Sachen finden, weil man die ganzen so Level 1 Teile noch finden würde. Wäre das auch ganz schön behindert. Wir haben bisher keine Dings gefunden, eine Möglichkeit gefunden, um Husks zurückzuverwandeln, oder? Ich glaube nicht. Dann gehen wir mal zu dieser Anomalie hier oben. Zum Glück kann man mit diesem Scheißteil überall rüberfahren, das ist gut. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich das Reparieren dann machen kann. Zum Glück waren wir noch nie so kaputt, dass wir es gebraucht hätten. Außer einen Reifen und einmal unseren Schild hatten wir, glaube ich, nichts. Hätten wir einen kleinen Achsenbruch oder sowas bestimmt. Oder das hier sind nur halbe Achsen. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich sollte meine Fresse halten. So. Wo ist das Ding? Wahrscheinlich hinter dieser Kuppe und dann da irgendwo eingegraben wieder. Das ist wahrscheinlich ein Gate-Hinterhalt, oder? Das kann ich mir vorstellen. Gates sind nämlich ziemliche Arschlöcher. Ibims. Wie bist du denn? Ganz kurz ein Quicksave gemacht. Transmitterturm. Dieses Gerät überträgt Signalbündel in den geosynchronen Orbit. Dadurch wird die Funktion der GPS-Satelliten des Untersuchungsteams so verhemmend gestört, dass sie in der Nähe abstürzen. Kann ich die jetzt looten oder was? Sieht nicht so aus. Kann ich hier noch die angucken? Die würden ja wenigstens aufleuchten, wenn ich hier in den fahren würde. Zum Interagieren muss ich ja. Aussteigen, das wollte ich sagen. Ich überlege nur gerade, dass wenn ich dahin auch noch eine Anomalie finde, dass ich dann das noch vorher hätte klären können. Warum die zu Husks geworden sind. Also die Gate wollen ja anscheinend was machen. Ich finde auch gut, dass der Wagen, wenn er sich umdreht auf die Rückkopplung, sofort wieder volle Traktion hat und dann einfach in die andere Richtung weiterfährt. So einen brauche ich im Real Life auch, glaube ich. Der wäre, glaube ich, ganz geil. Schaut mal 6 Räder an. Ich glaube, die Räder sind ganz schön teuer, die sind ziemlich groß. Ist das hier ein Gegner oder was ist das für ein Dreieck auf der Karte? Was seid ihr denn? Trümmer ihr, verpisst euch. Ihr denkt ja, wer ihr seid. Trümmerjäger 2017, ey. Hat noch einen Schuss gesehen? Ach Quatsch. Bergen, abgeschossene Sonde. Manuelles Code schließen. Oh Gott, das ist schon wieder schwer. Gott, das dreht sich so schnell. Okay.
Kinetischer Puffer, Energiegewebe und Kryo-Munition. Oder Kyro? Kyro, glaube ich. Kann ich meinen Wagen klauen? Ein VT-7. Wir haben MK-35, oder? Ne, nur ein M-35. Deaktivierter Transmitter, der Scheiß und da haben wir da hinten noch irgendwas. Dann fahren wir da nochmal schnell hin. Das haben wir ja schon, das vor uns. Das war es mal ein kleines Plutonium-Vorkommen. Also die 5 schwarzen Steine, die wir auch einfach in unseren Marco hier laden hätten können. Aber wir die nur markieren. Das soll wahrscheinlich dafür symbolisch stehen, dass auf dem ganzen Planeten so ein bisschen was vorkommt und dass wir es mit der Allianz da abbauen können, also dass die Allianz dann abbauen wird. Aber die Steine hätten wir schon mal mitnehmen können. Ich meine, wir haben bestimmt irgendwelche Schutzanzüge, die uns erlaubt, Plutonium hochzuheben. Der Kofferraum ist, glaube ich, auch groß genug. Ne? Wir sind hier zu dritt drin. Und da vorne passen bestimmt 3 rein. Also hatten wir ab dem... Bis wir jetzt unter dem Geschütz... Sagen wir, unter dem Geschütz ist noch irgendwie so ein Generator für die Laserscheiße da. Und dahinter haben wir richtig viel Platz. Das ist irgendwie viel. Das hätten wir alles mitnehmen können, glaub mir. Ist das dieses komische Star Wars Teil? Baby. Oh Gott. Hier. Oh. Ja, wir lassen ein bisschen kaputt sein. Stufenaufstieg, sehr gut. Das war hier. Squad, was wollen wir überhaupt machen? Wir haben 2 Punkte. Erweiterte Schütze ist geil. Ich wollte noch, was habe ich denn? Hier bin noch irgendwo Elektronik, ne? Das macht auch Schild. Kapazität hoch, aber taktische Präzisionsgewehr, erweitertes Attentat. Spectre Training machen wir, glaube ich. Dann kriegen wir einen neuen Skill hier. Kann ich mal Leute wieder beleben. Ah. Ich kann nämlich das Teil reparieren. Also wir sollten nicht mehr zu lange auf diesem Planeten bleiben. Gucken wir das Ding Quatsch hier nochmal an. Ultrümmer, Artefaktbergen. Oh Gott. Turianische Insignien gefunden. Es gibt kein Anzeichen für Überlebende, bis auf eine verwitterte Flagge mit den Insignien der Nimines-Kolonie. Ist die Kapsel leer. Gut. So, dann mal auf diesem Planeten. Keine Ahnung, ob ich irgendwas verkackt habe, weil ich viel zu früh auf diesen Planeten gegangen bin und deshalb wir alle haben töten müssen. Aber was soll ich machen, ne? Karte der Galaxis. Dann haben wir das System auch durch. Dann gibt es noch... hier das Farinata-System. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen, Commander. Wir haben ein Problem, bei dem wir Ihre Hilfe benötigen. Eine Gruppe fanatischer Biotiker hat den Vorsitzenden des Parlamentarischen Unterkomitees für transhumane Studien entführt. Der Frachter wurde beschädigt und treibt im All. Fliegen Sie dorthin und kümmern Sie sich darum. Untersuchen. Stärke des Feindes. Mit welchem Widerstand muss ich rechnen? Die Biotiker wurden beim Beladen des Frachters beobachtet. Rechnen Sie mit Fallen und Kampfdrohnen. Nichts, womit Sie nicht fertig werden. Fallen und Kampfdrohnen sind echt schon für den Arsch. Fallen der Biotiker? Was wollen die Biotiker? Es sind L2-Biotiker und die meisten leiden unter starken Nebenwirkungen der Implantate. Das Unterkomitee des Vorsitzenden hat vor kurzem entschieden, dass keinem L2-Biotiker eine Entschädigung gewährt wird. Offenbar wollen sie, dass es sich der Vorsitzende noch einmal überlegt. Prioritäten? Welche Priorität hat die Rettung des Vorsitzenden?
Ich würde es vorziehen, wenn Sie ihn retten. Aber wir müssen deutlich machen, dass diese Taktiken nicht ziehen, Commander. Ihre oberste Priorität ist, die Biotika zu neutralisieren. Okay, ich kann mich da drum. Verstanden, Admiral. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich weiß das wirklich zu schätzen, Commander. Ich übermittle Ihnen die letzten bekannten Koordinaten des Frachters. Viel Glück. Fünfte Flotte, Ende. Kannst du das nicht machen, dummer Mannjob? Nap neu. Erkunden. Ein Großvorkommen von Thorium. Auf dem nahegelegenen Mond. Okay. Hier war doch auch gerade irgendwas, oder? Juntauma. Beim Scannen von Juntauma haben sie einen uralten, fast schon verrotteten Frachter im Orbit. Wie kann was im Orbit verrotten? Ihr Bergungssystem ging an Bord und stellte fest, dass das Schiff von Piraten angegriffen sein muss. Es befanden sich kaum wertvolle Dinge an Bord, aber das Team brachte immerhin eine proteanische Datendisk mit zurück. Okay, noch mehr neue Sammelgegenstände oder was? Aber hier, ich bin ja gerade über den Kreis gegangen, da war ja doch irgendwas oder nicht? Unbekannt. Felsiger Asteroid. Um diesen großen Satelliten kreisen noch kleinere Felsbrocken. Erkunden. Eine große Menge an Magnesium. Okay. Muss ich es etwa bei allen Ringen jetzt machen? Gehen wir mal hier einmal lang. Habe ich euch den Planeten hier schon angeguckt? Ich glaube nicht. Nee, der sieht cool aus. Gut. Gucken wir nochmal den inneren Ring hier ab. Ne, das war der Planet. Die MSV Ontario. Ja, Privatbesitz, Citadel-Station. Der Quavlon-Klasse. Das für verschiedene Fracht- und Personentransportnetzwerke gebaut wurde. Das Schiff fliegt mit höchster Geschwindigkeit in die Deckung eines Asteroidenclusters. Ja, da werden wir alle ausschalten, würde ich sagen. Da L2 Biotikas nehmen wir den mal nicht mit und nehmen lieber hier die beiden mit, meine Alien-Freunde. Also, die Quarianer ist ja auch schon ein Alien, aber Aliens sind für mich ja so Alien-Aliens. Quarianer sind ja schon halb Menschen. So, oh Gott. Da habe ich mich gerade ein bisschen zu viel gedreht. Ich dachte gerade, da kommt schon Gegner angelaufen. Kiste. Hallo. Cypher. Kann ich mein Universalwerkzeug anpassen? Medizin, Nachladebonus, Tech-Abkühlungsbonus und Schildbonus. Hört sich geil an. Mach ich mir das mal rein. Ich weiß nicht, was der Medizinbonus macht, aber ich glaube, er wäre viel besser gewesen. Gut, da ist nichts, da ist nichts. Ah, man kann in den Weltraum gucken. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gibt es doch die Fresse. Eindringlinge! Tötet die Geisel! Verdammt! Still! Wache ist fertig! Die Schwache ist fertig! Still! Still! Die Schwache ist fertig! Das sind so die Situationen, die ich meine, wo das Spiel null Spaß macht. Das ist einfach nur beschissen. Wenn eine Person das macht, und dann muss man halt so ein. Dann solltest du eine Ablenkzeit geben, dass du nicht sofort wieder auf die Fresse fliegst. Ich meine, es ist realistisch, dass man dann. Dass das immer weitergeht, aber es ist einfach spielspaßtechnisch scheiße. Weil. Du kannst in der Zeit halt wirklich nichts machen. Und dann machen wir hier vorne nochmal einen Quicksave, damit wir den scheißen Punkt nochmal machen müssen, was wir trotzdem machen müssen, wahrscheinlich. Oh, einmal drücken, jetzt schleichen wir uns hier voran. Eindringlinge! Tötet die Geisel! Die Schwache ist fertig! Die Schwache ist fertig! Die Schwache ist fertig! Die Schwache ist fertig! Geiles Spiel. Das wollte ich machen. Komm, tötet die mal.
Gott, dieses Los passt mir jetzt schon an von den ganzen Piraten. Ey. Warte mal, das war Schilder kaputt, Mann. Schild brauchst du jetzt nicht. Wo ist denn die Geisel? Da hinten. Ganz kurzes Map-Layout brauche ich mal. Okay, hier hinten. Hier ist der Eingang. Sehen Sie, wie es ist? Man schreibt Briefe und wird von allen ignoriert. Gewalt ist das Einzige, das die Leute verstehen. Wie wäre es, wenn ich den Vorsitzenden Burns töte und diese Scharade beende? Bitte, ich versuche doch nur, Ihrem Volk zu helfen. Beruhigen Sie sich. Tun Sie nichts, was wir alle bereuen müssten. Warum nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Da der Vorsitzende hier entschieden hat, dass wir keine Entschädigung bekommen werden, haben wir nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wo ich sie gesehen habe, wurde mir klar, dass sie... Sie hatten ihre Chance. Einige L2 sind aufgrund der Nebenwirkungen der Implantate fast verkrüppelt. Aber sie sind gegen Entschädigungen. Sie brauchen Burns, das ist doch Blödsinn. Wenn sie kämpfen sterben, werden viele Biotika mit ihnen getötet. Wie meinen Sie das? Denken Sie nach, Sie Idiot. Sie schaden Ihre eigene Wenn Sache. Wenn die Leute alle L2-Biotika für gewalttätige Extremisten halten, was soll dann werden? Aber die Leute müssen erfahren, was die Regierung getan hat und was sie nicht getan hat. Die Leute haben es bereits gehört. Sie müssen mich nicht töten, um die Sache zu verdeutlichen. Sie haben recht. Ich will nicht sterben. Vielleicht passiert ja diesmal was. Ich gebe auf. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Ich werde dafür sorgen, dass die Entschädigungsdiskussion weitergeführt wird. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie so verzweifelt waren. Nein, das wollten Sie nicht. Ich mache nur meinen Job. Ein Kreuzer der 5. Flotte wird Sie und die Gefangenen in Kürze abholen. Abtrünnig. Warum ich abtrünnig? Ja, weil ich den Typen gesagt habe. Hey. Nein. Das ist sowieso ganz komisch, abtrünnig und mit dem vorbildlich. Mittelschwer, das kriege ich niemals auf. Genau. Ach Gott, ey. Wie soll ich das denn... Was? Meine Fresse, ey. Ohne Scheiß, wie soll ich das denn machen? Kann ich hier nicht auf die Bordcomputer zugreifen, dass ich dass ich 10 EP oder so bekomme? Ich meine, diese EP sind wirklich komplett nutzlos, aber... Naja. Wir hätten die auch theoretisch alle direkt erschießen können, aber... Ich dachte so... Hey! Eigentlich haben die ja recht, ne? Also wenn die mich jetzt nicht angreifen, dann bringe ich die auch nicht um. Ich habe hier schon genug umgebracht, ne? Dass die hier nicht erstmal reden wollen, dass sie erstmal direkt auf uns losrennen und uns alle umbringen wollen. Aber wir wehren die einfach ab, weil wir besser sind als die. Beziehungsweise beim zweiten Versuch. Beim ersten haben die mich einfach 10.000 Stunden festgezaubert, sodass ich nichts machen konnte. Geiles Gameplay halt. Gut. Ich muss nur wissen, wie ich hier wieder rauskomme. Ich glaube, hier ist wieder rechts. Okay, mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas sehen, was lootbar aussieht, aber... Nee. Gut, dann haben wir dieses System ja auch komplett schon abgeschlossen, oder? Warte mal. Hier geht's raus. Na, wir haben jetzt noch etwa eine Minute Zeit. Dann gucken wir gleich nochmal über die Sternkarte. Aber ich glaube, wir sind soweit fertig. Warte mal. Müssten wir hier unten nicht unser Schiff schon sehen? Ich meine, das kann ja sein, dass sie erst wieder angeflogen kommen, aber... Eigentlich? Gut. Neuer Nachrichteneingang. Ach, Stelle Gott. Durch. Danke, dass Sie sich um die Geiselnahme gekümmert haben, Commander. Der Vorsitzende Burns war sehr beeindruckt, wie Sie die Situation auf friedliche Weise gelöst haben. Ihre Hilfe auch außerhalb Ihrer formalen Pflichten wurde zur Kenntnis genommen, Commander. 5. Flotte Ende. Ja, ich bin kein Commander, ich bin Spectre. Herauszoomen, an Bord gehen, das haben wir jetzt gemacht. Dann haben wir dieses System abgeschlossen. Wieso kann ich den nochmal? Nee, den Schnellkunde oder nicht? Gut, ich glaube, ich werde dann nochmal. Also im nächsten Part geht es auf jeden Fall hiermit weiter mit Artemis Tau. Dann bleiben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Systeme über.
Können wir schon mal gucken, wie viel uns hier bevor... Oh Gott. Knossos. Athens, Mazedon, Sparta. Das sind nur alles griechische Orte, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Mazedonien ist, glaube ich, auf der anderen Seite, oder? Ich glaube, es ist eine ägyptische Stadt. Oder irgendwie so. Okay, gut. Dann machen wir auf jeden Fall da weiter. Ich werde jetzt zwischen den beiden Parts nochmal hier gucken, ob ich noch irgendwo so einen felsigen Asteroiden irgendwie in so einem Feld finde. Und dann sehen wir uns dann wieder hier auf der Sternkarte weiter, wenn wir auf unseren Planeten gehen. So, dann hat der Part euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.